Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Prison Architect Update Video. Ich habe mir mal gedacht, das könnte ich vielleicht auch mal machen, nämlich euch quasi zusammenfassen, was in Update 1, was jetzt letzten Freitag rausgekommen ist, oder diesen Freitag, oder ich weiß auch nicht, wie ich das denn nennen soll, also am 13., ne, wisst ihr schon, rausgekommen ist, das erste Update für Version 1 von Prison Architect, also damit quasi Version Update 1a, schön, ne? Dieses Update ist rausgekommen und es bringt einige wirklich, wie ich persönlich finde, richtig tolle neue Features. Und die möchte ich euch mal ganz kurz vorführen. Zum ersten einmal, das muss ich allerdings jetzt nicht zeigen, das ist vielleicht nur so eine Nebeninformation. Beim Breakout, also beim Ausbruchmodus, beim Escape-Mode, wie das bei Prison Architect heißt, gab es ja die Möglichkeit, das haben wir zwar zumindest mal noch nicht, zumindest ist es noch nicht veröffentlicht, wie wir es gemacht haben, in die Waffenkammer einzubrechen. Und wir quasi uns eine Shotgun klauen könnten aus der Waffenkammer, wenn wir es denn da reingeschafft haben lebens, aber mit 5 Leuten geht das ja. Und man hat dann quasi unbegrenzt Schuss und die Möglichkeit, sich da aus dem Knast rauszuschießen. Ne? Jeder kennt das vielleicht, das Wunderschöne, diese Fähigkeit, die man machen kann, sich in die Waffenkammer einzubrechen und sich einfach den Weg freizuschießen. Die Option wird jetzt so ein bisschen begrenzt, nämlich gibt es einmal jede Shotgun nur noch 5 oder 7 Schuss. Das ist ein wenig verändert, das heißt, es gibt jetzt nicht mehr unendlich Schuss in der Shotgun und auch nicht in den Pistolen und auch nicht in den Tasern. Also Shotgun und Pistolen 5 bis 7 Schuss, Taser nur noch 1 Schuss. Und ansonsten sieht es so aus, dass auch nur noch, als relevanter Punkt, wenn man jetzt beispielsweise mit seiner kompletten Gang in diesen Ausbruchmodus, in diese Waffenkammer einbricht, dann hat es den Punkt, dass es trotzdem nur eine Shotgun oder eine Pistole gibt. Es gibt aber nicht für jeden aus dem Team eine Shotgun oder eine Pistole, sondern es gibt tatsächlich nur noch jede Waffe einmal. Komplett Rarität, und das macht den Ausbruchmodus aus dem Knast deutlich schwieriger. So, das war quasi dieser Ausbruchmodus-Teil von diesem Infovideo und wir nähern uns jetzt kurz nach dem Cut der nächsten wunderschönen Änderung, nämlich unserem Hauptspielmodus. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach diesem wunderschönen kleinen Cut. Und zwar habe ich mal zu diesem klitzekleinen Zweck unseren Season 4 Knast geladen, zu unserem jetzigen Zeitpunkt geladen. Und der sieht momentan so aus und der hat eine kleine Funktion, nämlich euch mal eben zu demonstrieren, was ich als nächsten Punkt mal eben erklären möchte. Nämlich gibt es jetzt einen neuen Raum und ein neues Objekt, sagen wir es so, wie der Spiel das schon nennt, nämlich jeder kennt das im Knast. Ja, man möchte viele Gefangene unterbringen in seinem Knast und diese Gefangenen haben das Problem, dass man natürlich für jeden Gefangenen diese Zellentype braucht. Ja, man kann zwar hinterher hier unter Freischaltung, unter Forschung hier kleinere Zellen freischalten, schon klar, aber trotzdem, im Grunde braucht jede Zelle immer noch ein Bett, ein Klo und eine Tür und muss ein bisschen groß sein, wenn es auch noch gut aussehen soll. Richtig? So, um das Ganze mal ein bisschen zu fixen und tatsächlich realistischer zu machen, deswegen finde ich das ganz schön, gibt es jetzt die Option, statt in diesen normalen Zellen, die übrigens absichtlich gerade aus Testzwecken nicht als Zellen zugewiesen sind, gibt es jetzt folgendes Objekt. Es gibt nämlich jetzt Doppelbetten. Doppelbetten haben die Funktion, also Bankbetten, wie die jetzt hier auf Englisch natürlich noch heißen, weil es die deutsche Übersetzung noch nicht gibt. Doppelbetten, ne, jeder kennt das, Jugendherbergen-Style. Die kann man jetzt quasi hier hinstellen anstelle der normalen Betten. Zumindest, wobei, so kann man das eigentlich nicht sagen. Aber ich sag's jetzt mal gerade so, damit man das realisiert, was ich meine. Man kann sie hier anstelle der normalen Betten hinstellen und hat dann quasi statt einem Gefangenen pro Zelle 2 Gefangenen pro Zelle. Und wenn man 2 Doppelbetten reinbaut, hat man 4 Gefangenen pro Zelle. Verstehen? Ich hoffe doch. Den Punkt kann man allerdings, um das jetzt mal gleich so ein bisschen zu revidieren, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das hier ist jetzt eine Zelle. Wenn ich da ein Bankbett reinstellen würde, passiert nichts. Dann habe ich immer noch nur Platz für ein und die Zelle würde nicht mal als Zelle zählen, weil das Bett fehlt. Zellen sind ab jetzt diese ganz normalen Einzelzellen, wie wir bis jetzt immer kannten. Und das, wo die Bankbetten drin stehen, das heißt ab jetzt Dormitory. Oder anders ausgedrückt auf Deutsch Schlafsaal, wenn man es wörtlich übersetzen möchte. Der hat auch eine Minimalgröße von 2x3 Metern und muss natürlich innenliegend und braucht entweder diese normalen Betten oder Bankbetten. Und der hat dann so viel Platz, und natürlich eine Toilette, so viel Platz in seiner Räumlichkeit, wie es Betten gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Bankbett reinstellen würde und das hier als Dormitory ausweisen würde, würden wir dort Platz für 2 Gefangene pro Zelle haben. Weil es ja auch eine Zelle ist, weil es wird auch als Zelle angenommen. Ich habe das Ganze mal hier hinten vorbereitet. Hier stehen jetzt diese Doppelbetten, insgesamt 4 an der Zahl. Das heißt, wir haben Platz für 8 Leute, logischerweise. Es gibt auch Klos und sonst was. Und das heißt, wir weisen das Ganze jetzt einfach mal als Dormitory aus, damit das Spiel das auch weiß. Und damit unsere lieben Gefangenen, die wir momentan haben, mal eben auch tatsächlich da drin reingehen in diese Dormitory.
um das mal eben zu demonstrieren, wir gehen jetzt mal auf Go for it. Wir haben jetzt Schlafenszeit festgelegt, das hier zählt als Zelle. Da hinten gibt es keine Zellen mehr, das heißt, die müssen hier hinten tatsächlich rein. Und wir sehen schon, hier sind drei Leute drin, vier Leute drin, die Tür ist immer noch nicht zu, fünf Leute drin. Oh, fünf Leute drin und mehr wollen offensichtlich noch nicht schlafen. Na los, macht die Tür wieder auf. Kommt, rein da mit euch. Sechs, sieben Leute drin und da kommt Nummer 8. Jetzt müsste die Tür eigentlich danach wieder zugehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn die jetzt müde wären, würden sie schlafen. Wie gesagt, sie tun es jetzt gerade zwar noch nicht, weil es ist ja auch noch helllichter Tag, aber ich wollte jetzt nicht so lange warten mit dem Video. Und so sieht es jetzt aus, nämlich wummstig, dass das hier Platz für momentan 8 Gefangene gibt. Wir haben 16, das heißt, ich möchte mal ganz kurz zur Veranschaulichung selbstverständlich das Ganze noch ein wenig erweitern. Nämlich machen wir jetzt so, und da hinten irgendwie steht kein Mensch mehr am Monitor, das ist ein bisschen traurig. Aber könnten die lieben Wärter oder beziehungsweise lieben Bauarbeiter, muss man ja sagen, kommt Jungs, ihr kriegt das hin, ich bin da optimistisch. Schneller, 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 schneller. Vielleicht mal eben hier hinsprinten, na gut, von da oben müssen die kommen, ja, das ist natürlich ein weiter Weg, das gebe ich zu. Jetzt ist immer noch, wie lange haben wir noch Schlafenszeit? Lang genug, zum Fort, wobei, wir erweitern das mal kurz, ja. Wir machen das da auch nochmal eben zur Schlafenszeit und dann tun wir hier mal eben unsere Leute reinlassen. Zack, zack, ich weiß, ihr habt alle schlechte Laune, aber das juckt mich nicht. Zack. Bumstig und schon bleibt die Tür natürlich offen, weil die Zelle noch nicht zu ist, können jetzt alle unsere 16 Gefangenen tatsächlich in dieser einen Zelle schlafen. Die kann man natürlich auch beliebig kleiner machen. Ich habe sie jetzt einfach nur unsere alte Sammelzelle dafür genutzt, um das mal eben zu demonstrieren. Das heißt, wir kommen jetzt hier alle 16 Gefangenen tatsächlich rein. Wir können mal eben nochmal durchzählen. Da stand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und zwei Leute laufen hier hinten irgendwo noch rum. Die sind noch zu doof, da hinten reinzulaufen. Aber zumindest das Prinzip sollte klar sein. So sieht das momentan aus, was die Erweiterung angeht. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil das ist deutlich realistischer geworden. So, ein weiterer wichtiger, vielleicht deutlich interessanter Punkt ist natürlich, 16 Gefangene, ich habe Platz für 26. Was mache ich? Ich mache den Intake offen. Das kam in diesem Update auch nochmal ein wenig neu, nämlich gibt es jetzt neue Intake-Optionen. Da haben die in letzter Zeit ja sehr viel dran getan, natürlich auch noch immer alles auf Englisch. Wie gesagt, die deutsche Übersetzung kommt immer im Laufe einer Woche danach. Als Download, ne, als Modifikation quasi für dieses Spiel, Steam Workshop, jeder weiß, wie das Ding zu benutzen hat. Und zwar sieht das Ganze so aus, es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt hier unten, ich werde das mal ganz kurz erklären für alle, die nicht so großartig Englisch bewandert sind. Closed, ich glaube, da muss ich nichts zu sagen, das weiß jeder. Geschlossen, es heißt natürlich, kommt kein Gefangener rein. Ja, Fill Capacity heißt nichts anderes, außer wir haben Platz für 26 aktuelle Gefangene, das heißt, der füllt auf zu 26 Gefangenen. Das heißt, morgen kommen so viele Leute rein, also in dem Fall 10, bis hier unser Knast quasi voll besetzt ist. Das heißt Fill to Capacity. In dem Fall können wir dann selbstverständlich hier oben mit den Reglern immer noch sagen, wie viele sollen davon von der normalen Gefahrenstufe, wie viele von der Gefahrenstufe, wie viele von der Gefahrenstufe kommen. Wie gesagt, ne? So, in dieser alten Art und Weise geht's weiter. Total Prisoners heißt nichts anderes. Wir können festlegen, wie viele Gefangene wir überhaupt in unserem Knast drin haben möchten. Wenn wir sagen, wir wollen 21 Gefangene in unserem Knast drin haben, dann können wir jetzt hier auch wieder festlegen, von welcher Sorte wollen wir wie viele Gefangene wo drin haben. Ne? Dieses Prinzip ist also wirklich relativ praktisch. Num per Day heißt nichts anderes, außer wie viele sollen am Tag angeliefert werden. Die tägliche Einlieferung, die es damals immer gab, kennt auch jeder. Und natürlich All Available. Available. Gott. Heißt natürlich so viele wie möglich. Ja, also wenn wir oben alles aufmachen, dann kommen auch alle Gefangene rein. Ich kann hier mal bomben. So viele kommen jetzt heute rein. 55 verfügbar. Jetzt mache ich die noch offen und die noch offen. Da ist gar kein Platz mehr für so viel. So, ja, dann kommen alle Gefangene rein. Ja, alle. Nächste Einlieferung: 200 Gefangene. 111.500 Dollar kriegen wir dafür. Ne? So. Auch das ist mittlerweile möglich. Ja, und das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon wieder von diesem klitzekleinen Update-Video zu Prison Architect Update Nummer 1. Ich habe mir mal gedacht, ich mache das jetzt öfter, wenn so ein wunderschönes Update rauskommt, denn so viel wie ich mich mit dem Spiel in letzter Zeit beschäftige oder generell beschäftige, kann ich da eigentlich ganz gerne was zu sagen. Wenn ihr mehr so sehen wollt davon, ihr wisst Bescheid, wie man YouTube benutzt und an alle anderen danke fürs Zuschauen und natürlich auch an die, die, ja, also generell danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, bis demnächst, ciao!